Na endlich! Sind wir aus den geschlossenen in die öffentlichen Räume umgezogen. Guten Abend, da sind wir. Wir haben uns rausgelassen und wir haben vor, uns auszubreiten. Bald sind wir überall. Wir sitzen in Büros und Cockpits und Vorständen. Wir überholen euch auf der Autobahn. Wir hängen am Sportplatz rum und glotzen euch in den Schritt, während ihr Körbe werft. Wir machen Kunst, wir machen Stress, wir machen nix. Meine Güte, ist das schön hier, nicht wahr? Wir haben ja Jahrhunderte, ach was, Jahrtausende in Privaträumen verbracht, hinter Küchentüren und Gartentoren. Also nicht eingesperrt natürlich, das wäre übertrieben. Eingesperrt hat uns wirklich niemals jemand, schwör. Wir saßen jedenfalls viel in geschlossenen Räumen, Küche, Stube, Keller und haben gebacken, gehäkelt, genäht, gewebt, Hemden gebügelt, Kartoffeln geschält, Linsen, Erbsen, Bohnen sortiert, Staub gewischt, Gemüse gedünstet, Windeln gewechselt, Salate gewaschen, Schnitzel paniert, Staub gesaugt, Klos geschrubbt, Wunden versorgt, Window Colors gemalt, Zöpfe geflochten, Pizzen belegt, Hintern versohlt, Empfängnis vorbereitet, Empfängnis durchgeführt, aufmerksam zugehört, verständnisvoll genickt, nachgeschenkt, abgeräumt, aufgekehrt, abgetrocknet, runtergeschluckt, besänftigt, bemuttert und da hat Zeit, nachzudenken, uns ein bisschen zu unterhalten. Stimmt's? Also mal angenommen, wir bleiben jetzt sitzen. Wir bleiben eine ganze lange, lange, lange Weile sitzen und schlürfen Eistee und stellen uns nicht mehr zur Verfügung. Wir machen nichts sauber, wir räumen nichts weg, wir bereiten nichts zu, wir richten nichts an, wir hören nicht hin, wir rufen nicht an, wir kaufen nichts ein, wir rücken unsere Titten nicht raus, wir machen kein freundliches Gesicht, wir sind einfach nur da. Herrlich. Ist das nicht herrlich? Einfach schön. Herrlich. Herrlich. Ganz herrlich, wirklich. Ganz, ganz herrlich. Und der Ausblick, ja. Es ist auch immer wieder der Ausblick. Ein Träumchen. Wirklich wahr. Und dann? Dauert gar nicht lang. Paar Wochen vielleicht. Paar Wochen, in denen wir nichts tun, nichts kaufen mit unserem Haushaltsgeld. Uns gehört zwar nichts, aber wir halten die Weltwirtschaft am Laufen. Und dann? Nach ein paar Wochen schon? Damit hat ja gar niemand gerechnet.